Willkommen zurück auf dem Schlotberg, wo wir die Team Aqua Vorstandsvorsitzende konfrontieren. Was hast du hier zu suchen? Was? Du bist uns den ganzen Weg von den Meteorfällen bisher gefolgt? Oh Gott, jetzt habe ich schon ganzen Kratzen im Hals. Oh, nicht schlecht. Nein, das muss ich dir lassen. Du bist ganz schön hart im Nehmen. Aber für Adrian und mich und den Rest von dem Aqua bist du nur ein nervtötender Unruhestifter. Adrian träumt von einer neuen Welt, von einem Paradies für Pokémon. Und jetzt willst ausgerechnet du ihm dazwischen funken? Boah, träum weiter, das kommt nicht in die Tüte. Also mach dich bereit. Wenn ich mit dir fertig bin, wird dein niedliches Gesicht in einem Meer von Tränen schwimmen. Aber ihr Charakter ist ekelhaft. Und deswegen wirst du beiseite geräumt. Ach, dein Slimer ist gar kein Problem. Einäschern! Fällt dir nicht, ne? Ja. Wenn du meinst, dass du mich damit aufhalten kannst. Ach ja. So, wer ist denn dein zweites Pokémon? Hast du damit mehr zu bieten? Ein Kanivaner. Ja, doch, da wechsle ich mal raus. Gehen wir auf einen Magnarien. Oder nein, gehen wir auf Schwalbos. Das wäre jetzt das Geilste, wenn diese Verwirrung mich nicht auffällt und ich trotzdem angreife. Okay, so viel dazu. Schade. Hätte ja funktionieren können. Setzt ihr die ganze Zeit nur Statusattacken ein? Okay. Scheint aber ziemlich effektiv zu sein, zumindest hat mich die Verwirrung ganz schön aufgehalten. Okay, dann gehen wir jetzt auf Magnaien. Das Kanivan hat mich dann doch ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Nach einer doch eher großen Klappe. Aber trotzdem wirst du mich nicht aufhalten. Du hast zwei Pokémon, ich habe insgesamt sechs. Und deswegen gebe ich dir die Gewissheit, dass du mich nicht besiegen kannst. Cooles Wortspiel, oder? So. Und jetzt verzieht euch bitte. Ich möchte mir gerne meinen vierten Orden in Bad Lavastadt holen. Und ihr versperrt mir den Weg. Du bist ja noch stärker als beim letzten Mal. Deine Stärke kann einem echt Angst machen. Meine Pokémon und ich haben keine Kraft mehr weiterzukämpfen. Los, geh schon. Unser Adrian wird dir zeigen, was eine Hake ist. In diesem Magma stecken gewaltige Energiemassen. Wer hätte gedacht, dass man ausgerechnet damit den urzeitlichen Pokémon den Stecker ziehen könnte? Ach, wer ist das denn schon wieder? Moment mal, diese Visage kenne ich doch. Ach, du bist der Rotzlöffel, der uns im Ozeanmuseum in die Quere gekommen ist. Ja, da hast du wohl Cordula besiegt, sonst wärst du jetzt nicht hier. Mir war zwar klar, dass du schwer was drauf hast, aber dass du so auf den Putz kauen kannst, überrascht mich. Aber du schon mal hier bist,
nutze ich die Gelegenheit am besten, um mir was Wichtiges zu verklickern. Es geht um den Meteoriten, den uns Professor sowieso in seiner endlosen Güte zur Verfügung gestellt hat. Du verstehst schon, was ich meine. Dieses Steinchen steckt voller Überraschungen. Wenn man es richtig anstellt, kann dieser Meteorit mal als Megastein und als Schlüsselstein herhalten. Deshalb haben wir uns auch bis zur Spitze vom Stuttberg geschleppt. Wenn man nämlich... mehr verrate ich dir nicht, sonst ist ja die ganze Spannung weg. Ich habe ganz schön Knall, deswegen Fortsetzung halt beim nächsten Mal. Jetzt habe ich genug geschwafelt. Ich habe noch was vor und du störst gerade gewaltig. Du bist ein Feind von Team Aqua. Wenn du nicht freiwillig die Biege machst, muss ich als Boss von Team Aqua eben kurz einen Prozess mit dir machen. Los geht's. Der Typ ist doch komplett gestört im Kopf. Ach du Scheiße. Du hast aber auch nur ein Pokémon mehr. Wie langweilig. Ach, ein Magnaien gegen ein Magnaien. Ja, nee, feierst du jetzt ja wieder da, stimmt. Ist die Attacke auch wieder verfügbar, weil dann würde ich dich nämlich ganz gerne, jawohl, verbrennen. Vielen Dank. Ein Crit kommt auch noch hinzu. Ach, das sind doch meine Lieblingskämpfe, wo einfach alles funktioniert. Nee, oder? Was ist Offerte? Meine Normalattacke. Boah, nee. Nein, die will ich nicht haben. Ein Golbat. Auch ein Golbat geht unter dem Feuerlein. Zwar nicht so stark wie das Magnaien, aber dann halt im zweiten Anlauf. So, wer ist der letzte Pokémon? Soll ich noch rauswechseln, damit da nochmal die Spannung erhalten bleibt? Ein Tohaido, ja doch, da bin ich ja unterlegen mit meinem Feuertypen. Oh, verdammt. Jetzt habe ich doch rausgelassen. Ja, komm. Gehen wir auf den Felsgrab. Ach, jetzt macht er das wieder. Die Weiterentwicklung vom Kanivana. Okay. Wenn es sein muss. Nein. Dein Job. It's time for you to shine. So. Ach, du hast auch Gewissheit. Wie schön. Bringt nur gegen mich nichts. Soll ich dir mal zeigen, wie man die Attacke vernünftig einsetzt? Ach, wie schade, deine Attacke geht daneben. Okay, das bringt bei ihm auch nichts. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Biss. Ein Crit, der mich jetzt hält, nimmt aber auch nicht viel. Ist der auch vom Typ Unlicht oder warum hat er so viele Unlichtattacken? Das stimmt, gleichzeitig hat er eine Unlichtattacke. Aber es sah gerade aus wie ein Biss, deswegen ja. Es ist tatsächlich sogar dieselbe Animation, kann das sein? Und er wegen diesen 2 KP da jetzt. Ja, komm. Pudox! Psystrahl. Ich sollte unbedingt die Typ-Effektivitäten auswendig lernen. Ist ja schrecklich. Das ist echt schrecklich. Och nee, nicht schon wieder. Okay, du bist doch lästiger als gedacht. Ich werde jetzt aber nicht rauswechseln. Habe ich keine Lust drauf.
schaffe jetzt einfach. Ach, come on! Ich krieg's nicht raus. Das ist absolut... Ja gut, ey. Es ist trotzdem lame. Eine Verwirrung setzt nie zu 100% ein, aber bei ihm irgendwie schon. Okay, das, Tohaido bringt mich dann doch an meine Grenzen. Aber mit deinem Kreideschrei hast du dich gerade selbst ins Ausgeschossen. Und damit, bye bye. Boah, das wurde aber am Ende echt nochmal knapp, ne? Dafür, dass ich so selbstsicher war, vor allem nach den ersten beiden Pokémon. Aber egal, so, Energiefokus. Möchten wir den Energiefokus erlernen? Nein. So. Oh, die letzte Entwicklung. Die letzte Entwicklung in ein Logok. Das sieht schon episch aus, ne? Das sieht schon episch aus. Okay. Genau der richtige Zeitpunkt. Feuerfeger. Boah, ja, nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Zerschneider kann ich aber eigentlich nicht rausschmeißen. Aber ich will auch ein. Soll ich ein? Wie viel? Na, boah, bin ich doof. Ja, egal, ist jetzt sowieso erledigt. Kleine, du bist echt eine Marke. Jetzt wird's interessant. Es ist schon viel zu lange her, seit meine Pokémon und ich zuletzt alles aus unserer Auszuholen und zur Mega-Entwicklung greifen mussten. Mist, warte mal kurz, Kleiner. Auszeit. Was ist los, Wolfgang? Das passt mir gerade gar nicht. Was? Echt? Zum Büroberg? Geht klar. Dann ist dieser Edelstein also doch kein Ammärchen. Kapiert, ich mach mich sofort auf den Weg. Nimm mir nicht übel, Kleiner, aber unser Kampf muss warten. Ich muss kurz was für Erwachsene erledigen gehen. Als kleine Entschädigung kannst du den Meteoriten haben. Mach damit, was du willst. Bis die Tage, Kleiner. Dein Gesicht vergisst du so schnell nicht mehr. Ja, wie du meinst. Kann man dieses Ding jetzt irgendwie ab... Der Team Magma kommt. Du bist doch der Junge von neulich. Hut ab, Adrian zu besiegen ist wahrlich kein Kinderspiel. Adrian, dieser Narr. Was führt er bloß im Schilde? Weshalb konnte er sich so unbekümmert von den Meteoriten trennen? Oder hat er am Ende etwa den echten Edelstein ausfindig gemacht? Wieder ist uns ein Schritt voraus. Das war im höchsten Maß unachtsam von mir. Und unser Weg ist endlich frei für Bad Lavastadt. Können wir das Ding irgendwie ausschalten? Ne, dafür brauchen wir wahrscheinlich den Meteorit, ne? Den der uns jetzt gegeben hat. Okay. Dann können wir das doch an dieser Stelle abschließen. Dann sollte auch hier der Weg frei sein. Und hier hatten wir ja eigentlich schon alles gesehen. Hier war nichts außer die Team Aqua und Team Magma Rüpel. Das hat, oder ist hier noch was? Ich gehe nochmal gucken, vorsichtshalber. Hier ist nichts mehr. Gut, dann erkunden wir in dieser Folge noch Bad der Lavastadt. Bevor wir dann in der nächsten Folge in die entsprechende Arena gehen. Und uns den vierten Orden holen. Wurde ja auch endlich mal Zeit, ne? Hat ja ziemlich lange gedauert tatsächlich. So, Steilpass. Hier geht es in Richtung Bad Lavastadt. Jetzt ist die Frage, da ist scheinbar nichts Besonderes. Was haben wir hier? Hier sind... Ja, hier ist eigentlich ganz nichts Besonderes. Hier sind zwar hohe Gräser, aber ansonsten nichts. Okay, hier haben wir jetzt den Umweg über das Gras. Genau, aber vielleicht ein neues Pokémon.
Tatsächlich, ein Machodo haben wir noch nicht in unserem Team. Setzen wir den Zerschneider ein. In der Hoffnung, ihn damit nicht direkt umzulegen. So viel dazu. Okay, mit dem Logok darf ich nicht mehr angreifen. Das ist einfach zu stark. Und damit besiege ich alle Pokémon dann immer direkt. Das ist nicht das, was ich möchte. So, die Dings besiege ich auf dem Rückweg. Würde ich tatsächlich sagen. Denn ich möchte eigentlich gerade nur nach Bad Lavastadt. Das heißt, die ganzen Trainer können wir auf dem Rückweg besiegen. Warte. Da, Bad Lavastadt. Ach, du magst auch heiße Quellen? Das ist überraschend bei einem so jungen Menschen wie dir. Ja. Was ist das denn da links? Das habe ich ja noch nie in dem Pokémon Center gesehen. Schauen wir uns das gleich mal an. Erstmal heilen wir nochmal unser Team, denn das hat gegen Adrian ordentlich einstecken müssen. Was ist das denn? Wie wäre es mit etwas Kumomilch vor dem Band? Oder für danach? Ein Dutzend nehmen wir mal. Ja, warum nicht? Ein bisschen Milch. So, was ist das? Ach, zu den heißen Quellen. Okay. Gehen wir nochmal in die andere. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendeinen Zweck hat, aber... Gehen wir einfach nochmal in die heiße Quelle. Ja gut, wahrscheinlich könnten da auch unsere Pokémon geheilt werden. Kann das sein vielleicht? Weil heiße Quellen ja so als gesund eingeschätzt werden. Keine Ahnung. Aber da ich ja mein Pokémon gerade erst geheilt habe, hat sich das ja somit damit auch erledigt. Ich habe hier ein Ei. Ich dachte, ich könnte es ausbrüten, indem ich es im Sand bei der heißen Quellen vergrabe. Aber das reicht offensichtlich nicht aus. Es soll angeblich helfen, wenn man es zusammen mit kampffähigen Pokémon mit sich führt. Du bist doch ein Trainer, nicht wahr? Und dein Pokémon-Team strotzt nur so vor Vitalität. Na, was meinst du? Willst du das Ei mitnehmen und es zum Schlüpfen bringen? Oh, du hast so viele Pokémon dabei. Komm wieder, wenn du etwas Platz für das Ei geschaffen hast. Ach, komm schon. Wenn ich wüsste, was das für ein Pokémon ist, ne? Wir nehmen uns so viel heißes Wasser, wie wir brauchen, und trotzdem trocknen die heißen Quellen nicht aus. Das hat schon etwas Magisches an sich, oder? Diese heißen Quellen bilden sich in der Nähe von aktiven Vulkanen. Wasser im Boden wird durch das Magma erhitzt und dreht dann an die Erdoberfläche. Als ich im Sand vergraben war, hat mich ein Pokémon in den allerwertesten gebissen. Aber vom wohlig warmen Sand umgeben zu sein, fühlt sich sehr gut an, dass ich es trotzdem nicht bereue. What the fuck? Was sind denn das für Leute? Da ist die Pokémon Arena. Gut zu wissen. Ich bade jeden Tag in den heißen Quellen dieses Kurorts. Ich will nämlich eine ebenso schöne und starke Arenaleiterin wie Flavia werden. Okay, bezüglich des Eis. Ich werde gleich einfach mal Pudox rausschmeißen. Wobei, das machen wir vielleicht besser nach der Arena. Es heißt, dass in der Pension ein Ei gefunden wurde, nachdem zwei Pokémon zugleich in Pflege gegeben wurden. Die haben es gut. Ich bin ganz neidisch. Ich möchte auch ein Ei finden. Okay, hier wird wieder von so einem Ei gesprochen. Kann sein, dass es vielleicht doch gar kein so schlechtes Ei ist. Du kommst nach Bad Lavastadt, um Kräutermedizin zu kaufen? Das ist lobenswert. Ich finde dich nett. Hier für dich. Holzkohle. Cool, ich kann grillen. Kräutermedizin ist erstaunlich wirkungsvoll, aber deine Pokémon nimmt es dir übel, wenn du sie ihnen verabreißt. Sie schmeckt bestimmt recht bitter. Egal, ich traf trotzdem was. Oh, das ist richtig gut.
Das heben wir uns aber, denke ich, auf für Dings. Energiestopp habe ich sogar schon einmal, okay. Für die Pokémon-Liga. So. Dann gehen wir jetzt noch kurz. Warte, hier. Nee. Dann gehen wir jetzt noch mal kurz zurück ins Pokémon Center. An den PC und schmeißen Pulogs raus, um dann das Ei aufzunehmen. Pokémon ablegen. Docks. Und dann nehmen wir das Ei auf. Vielleicht ist es ja doch ein besonderes Pokémon. Mal schauen. Ja, gerne. Gut, ich hoffe, du hast mehr Glück mit diesem Ei. Sehen, welches Pokémon das ist, kann man aber nicht, oder? Braucht sicher noch sehr viel Zeit, okay. Ich würde fast sagen... Oh, sollen wir das riskieren und nur mit 5 Pokémon in die Arena gehen? Nee, das riskiere ich nicht. Ja, wobei ich auch safe wieder vergesse, dass ich das Ei bei mir habe. Komm. Wir speichern an dieser Stelle ab und gehen beim nächsten Mal in die Arena von Bad Lavastadt, um uns den 4. Orden zu holen gegen Flavia. Bis zum nächsten Mal.